Ja, hallo zusammen, seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trails in the Sky. Hier immer noch in, Moment, Manoria Village, hätte jetzt fast Manolia gesagt, aber nein, Manoria. Wir haben am Ende der letzten Folge relativ viele interessante Erkenntnisse gewonnen, denn wir sind in diese Stadt, in dieses kleine Dörfchen zurückgegangen, weil dort aktuell die Kinder aus dem Waisenhaus untergebracht sind, das einige Folgen zuvor abgebrannt ist, und wir sind mit Estelle und Joshua immer noch auf der Suche nach den Urhebern, nach den Verantwortlichen, und wir haben die sehr interessante Information bekommen, dass ein silberhaariger Mann die Leute da gerettet haben soll. Und ungefähr zeitgleich, also ein paar Minuten, Sekunden später hieß es dann, dass, oder irgendjemand hat da noch die Parallele aufgestellt, dass das vielleicht diese komische Bande da sein könnte aus Ruan. Und Clem hat sich auf den Weg gemacht, um wahrscheinlich eigenhändig da was auch immer zu tun. Und die kleine, wie hieß sie nochmal, Mary oder so, die hat uns ganz aufgewühlt, erzählt, dass er abgehauen ist. Und ja, deswegen hasten wir jetzt auch nach Ruan in der Hoffnung, dass hier irgendwie noch nichts Schlimmes passiert ist. No sign of him on the way. You don't suppose he's already there? Hmm, come on, we check out that warehouse to the south. Jawohl, da weiß ich sogar noch, wie wir hinkommen. Also ganz ehrlich, ich meine, so häufig war ich jetzt hier noch nicht in der Stadt, aber so langsam kapiere ich auch den Aufbau. Damn, it's almost noon already. Oh, da ist er ja. Komm hinterher. Die Brücke fährt jetzt hoch. Nein. Jetzt weiß ich auch, warum Joshua das erwähnt hat. No. Clem, please wait. It's no use. I guess he can't hear you. Crap, why does the bridge have to go up now of all times? It couldn't wait 30 minutes. Oh no, if we don't do something, what do we do? What can we do? Schwimmen? Please, Chloe, try to calm down. You haven't forgotten what you told us about the bridge already, right? Huh? Now, how did people get across before the bridge was built? A boat. That's right. If I remember correctly, there's a boat you can rent behind the hotel. Alright, we'll use that then. Meinst du mit behind the hotel? Volle Zungenbrecher hier. Diese Ecke, die ich damals immer versucht habe zu finden und damit nicht so erfolgreich gewesen bin, komme ich nämlich nur über diesen Weg hin, ne? Ja, genau. So, sehr schön. Alter Mann, wir brauchen mal deine Hilfe. Es ist sehr dringend. What you want? Can we rent your boat? We need to get across as quickly as possible. I'm afraid not. The Duke fellows already reserved it. Oh nö, nicht schon wieder, oder? Maybe come back later? Oh no. Please, won't you help us? There's a little boy in grave danger. No, don't go shedding tears like that. You remind me of my granddaughter, and I don't like to see her upset either. Well, alright, I suppose it can't hurt. Go ahead and hop aboard. Thank you, sir. You're a lifesaver, mister. Haha, I'll just tell that Duke fellow that the boat's being repaired. Do you know how to handle a boat, boy? Yes, sir, I'll manage. Come on, both of you. Wenn das mal gut geht. Hauptsache, ich muss jetzt kein Skill an den Tag legen, aber Joshua macht das schon. Der scheint das ja ganz gut zu beherrschen. Eine Bootsfahrt, die ist schön. Wäre natürlich noch schöner, wenn wir einen weniger dramatischen Anlass jetzt hätten, aber egal. This is the southernmost part of the warehouse district. Oh oh, was war das? Eine Möwe? Sieg? Ja, okay, da sind wir ja bei den komischen Geräuschen. Und nee, das ist keine Möwe, ne? Ich glaube, das Thema hatten wir schon mal. Okay, I understand. Looks like he's gone as far in as you can go. Aha. Hab schon wieder voll vergessen, dass sie mit dem Vogel reden kann. Let's get a move on then. That's probably where we'll find the hideout. Roger that. Okay. Sehr schön. Oder auch nicht. Ich habe irgendwie ein ganz ungutes Gefühl. Bisher sind wir ja von Charaktertoden hier verschont geblieben. Also ich will das jetzt nicht überdramatisieren.
Ich hoffe einfach mal, dass er das jetzt alles überleben wird. Ich glaube auch ehrlich gesagt nichts anderes, aber ich bin gespannt, ob sich das im Laufe des Spiels noch ändern wird. Hier sind wir beim letzten Mal nicht reingekommen. Oh oh, was ist denn hier für eine Versammlung? Don't try to play dumb. I know it was you guys that did it. I'm not gonna let you get away with it. Rocco. What's this little punk talking about? Hey, this is no place for little kids. You ought to go home and get back to sucking on your mama's tit. Nice one, man. Ah, richtige Glanzleistung, Kind zu beleidigen. Ganz toll, was für Helden. Okay, ich steh so hoch, gib's den. What the? What's the bird so pissed off about? I don't have a mom, you jerks. I have the matron. Ach so, oh, das habe ich aber gerade auch selbst vergessen. Sorry. You don't get to make fun of her. Hä? Scheiße, ich hab's befürchtet, ey. Ach du Kacke. You've got a lot of attitude, punk. Maybe you need some discipline. How about 100 whacks on the ass? Stop this. Gott sei Dank, ey, noch rechtzeitig gekommen, bevor Schlimmeres passiert. It's you. Es war so klar, dass sich unsere Wege nochmal kreuzen würden. Die waren schon so suspekt, als wir denen das erste Mal über den Weg gelaufen sind. Miss Chloe? How can you be so cruel to a child like this? It's disgusting. You should be ashamed of yourselves. Oh, hell no. Hey, Missy. Who are you to look down on us just because of your looks, rich snob? How many braces you think I'd take to beat us? It will take to beat us. Stand aside, Chloe. We'll buy you some time. Must we buy you some time, yeah? Get the kid as far away from here as you can. No. Let me fight, please. Huh? I really don't enjoy it. But I was taught how to use a sword if it's to protect others. I think now is the right time. Kämpft sie jetzt so richtig, richtig mit? What? The self-defense rapier? Aha. Let the child go, please. Otherwise, I will force you to do so. Oh, wow. That's so hard. Was für Arschlöcher, ey. Get your mind out of the gutter and focus. You expect us to let this brat get away with mouthing off to us? We're the ravens and you need to learn not to mess with us. Alright, yeah, come on. Wie ist das nochmal hier mit fairem Kampf und so? Wie viele sind das jetzt? Sind das gerade 6 gegen 3? Das ist ja mal nicht so rühmlich, ne? Reis. A mild-natured head member of the Raven Gang attacks using distinct crafts. Dean, a head member, was nicknamed Spinek Fiend. Dangerous if cornered. Okay. Jeder hat ja einen eigenen Text, ne? Raven Gang member. A constituent member of the Raven Gang, quick but weak, attacks the weakest opponent first. Das ist ja interessant diesmal. Ist ja bei allen wirklich komplett anders, ne? Obwohl, nee. Hier doppelt sich was. Diese Raven Gang Members, die haben wir hier mehrfach. Warte mal, diesen lilahaarigen, den hier, Rocco. A head member of the Raven Gang, nicknamed Nitro for his temper. Dangerous if cornered. Okay. Jetzt habe ich auch gar nicht auf die Elemente geachtet, aber die stehen überall konstant bei 100. Wir machen einfach mal. Der erste Kampf jetzt auch mit Chloe an unserer Seite. Ich bin gespannt. So, die werden wahrscheinlich so nicht stehen bleiben, ne? Geh mal mit meinem Hellgate auf ihnchen. Nein, genau auf ihn. In der Hoffnung, dass sich vielleicht noch ein paar mehr Leute dahin einfinden. Was? Was? Achso, der hat den jetzt gebufft. Ach, die buffen sich jetzt alle gegenseitig. Na, das ist ja schnuckelig. Wow, toll. Seid ja richtige Kings. Und die labern die ganze Zeit irgendwas. Das geht automatisch weg. Lest euch das mal lieber selber durch, sonst hetze ich mich hier voll durch. So, ich weiß nicht, irgendwie habe ich diesen Angriff sehr lieb gewonnen. In erster Linie wegen seiner Range. Aber nicht nur, deswegen machen wir das jetzt einfach mal. So, erster Auftritt Chloe. Oh. Definitiv jemand, der sich auf das Wasserelement eingeschossen hat.
haben wir hier sonst noch? Stone Impact? Ist das nicht das? Das ist doch genau das gleiche, was ich gerade mit Dings hier genommen habe, ne? Mit Estelle. Blue Impact. Blast an enemy with highly pressurized water. Ist aber nur eine Single Attack. Hellgate. Alter Verwalter, ey. Bei ihr können wir ja echt mega aus dem Vollen schöpfen. Und die hat wahnsinnig gute Heilzauber. Wow, ich bin gerade total begeistert. Wir machen jetzt einfach mal hier einmal Estelle nach. In der Hoffnung, dass... Ah, okay, er greift da an. Trifft das nur den einen? Nee, geht sogar auf Dreie. Sehr schön. Das Blöde ist, dass sie sich jetzt alle wieder wegbewegen werden. Das heißt, mein ursprünglicher Plan... Wobei, wenn die jetzt alle auf ein Häufchen gehen... Ich glaube, das ist gut. Mindestens 4 Leute werden getroffen. Genau. Jawollo. Jetzt natürlich die große Preisfrage. Wie viel Schaden macht sie? Wird das mehr als bei Estelle sein? Wow, sehr schön. Ich glaube, diesen Kampf hier haben wir im Sack. Prost. Mhm. Aber die sind nicht komplett verschwunden, ne? Die hocken da irgendwie nur so komisch rum. Ey, das sieht immer aus, als würden die sich gegenseitig abstechen. Dabei heilen oder buffen die sich immer oder was die da machen. Kein Plan. Ja, ich würde mal sagen, daran können wir auch erstmal festhalten. Hier einmal Hellgate. Ich habe Angst, dass diese 3 Typen, die ja so komisch rumhocken, dass die irgendwann wieder zurückkommen könnten. Das wäre nämlich irgendwie nicht ganz so geil. Aber okay, ich glaube, theoretisch brauchen wir jetzt auch nicht mal mehr... Nö, jetzt können wir hier ganz normal angreifen. Der ist auch irgendwie gestunt. Keine Ahnung, was der hat. Auf jeden Fall kreisen die Küken über seinem Kopf. Wollen wir uns mal Blue Impact angucken? Das kennen wir nämlich noch nicht. Sieht bestimmt cool aus. Jawohl. Sehr schön. Oh, ich freue mich. Hoffentlich bleibt sie jetzt langfristig bei uns. Tröstet mich so ein bisschen über den Verlust von Olivier und She-Ra hinweg. Guck mal, sie ist levelmäßig sogar ein hinter uns. Boah, endlich mal wieder ein Kampf, der sich ein bisschen rentiert hat. Yeah, you guys are some kind of monsters. Even if she is a bracer, there's something weird about this chick. That was awesome, Miss Chloe. Phew, nice going, Chloe. You must have learned the art of the sword from someone very skilled. Vor allen Dingen haben wir kein Mal ihr Schwert zu Gesicht bekommen, also im Angriffsmodus sozusagen. No, I'm still just a novice. Oder Novice? Keine Ahnung. Fighting any longer would serve no purpose. Please, release the boy. Yeah, you bitch. Ey, da... Ey, schon allein für diese Reaktion hätte man ihm direkt noch eins über die rübergeben müssen, ehrlich. We're just gonna let you make fools of us and get away with it. Enough. Who's there? Reinforcements? Aha, hi. Dich haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Has it been so long that you've forgotten my voice? Ich glaube schon. A gate. A gate. You're here. Schließt er sich uns jetzt auch an? Das wäre geil. Dann hätten wir nämlich wieder eine schicke Vierertruppe. What are you doing here? And you know these guys? Race. Jawohl, genau das hat er verdient. Wow, da hat der Agathe gerade mal glatt einen Pluspunkt bei mir gesammelt. Den anderen darfst du gerne auch noch eins mitgeben. What are you fools doing? Fighting with girls and beating up a little kid? Is that what it comes to? What it's come to? So rum. Yeah, you shut up! You left us, so who are you to give us all this anymore? Der war auch mal Teil dieser Gruppe? Boah. Oh, meine Schadenfreude kennt gerade keine Grenzen. You were saying? Hey, okay, take it easy. If it's about a kid, we'll let him go, see? Miss Chloe. Oh, der arme kleine Mann. Thank goodness you're all right now. You should have just done that from the start. What a bunch of mean jerks. Hey, now, did you know exactly when to show up? How did you know exactly? Man kann schon wieder nicht lesen heute. I just talked to Jean, it's all. He said the newbies were somewhere investigating the arson case. So? Hey, kid. What? You've got some guts to come up here all by your lonesome. But you're really pushing your luck. You shouldn't worry your mama like that. Clem.
Ah, okay, sehr schön, dass sie auch hier ist. Matron, why have you come here? I inquired at the guild as to what was going on and I was led here. Clem, really, you know better. I'm not apologizing this time. I'm gonna get those jerks who started the fire and... Clem! Matron, Theresa, please don't scold him. That wasn't my intent. I understand how you feel, Clem. Believe me, I do. The house was important to everyone who lived there with you, to all of us. However, getting yourself killed will not bring it back. All that I want is for everyone to be safe. Nothing else matters, so please don't put yourself in danger. Matron, I... Ja, da ist er wieder ganz der Alte und zeigt sein wahres Gesicht. I'm such a sucker for this stuff. Clem, I'm really glad he's okay. Ich allerdings auch. So, was machen wir jetzt mit den ganzen bösen Jungs hier? Jeez, women and kids always the same. Hey, Bracer Kid, you should get the matron and Brett out of here. This really is no place for them. I don't mind, but what will you do, Agate? I've made up my mind. I'm going to remind these idiots who runs things and why. I might need to crack a few skulls. Oh, gerne, darf ich zugucken? No, please, take it easy on us. I see. I guess you'd prefer not being interrupted then. Kann er das echt mit allen Leuten alleine aufnehmen? Thank you so very much. I wish I had the words to express my gratitude. You really don't need to thank us. We're just doing our jobs. Still, are you sure you don't want us to escort you back to Menoria? Yes, it's fine. The Gull's Seaside Way is like my backyard, after all. More importantly, I don't want to get Chloe in trouble at the school. No need to worry. I will accept full responsibility, Matron. Thank you, Chloe, but it's fine, really. I want you to focus on preparing for the campus festival. All of the children are looking forward to it. Yes, ma'am. Phew, made it just in time. Ach, Joshua war gerade gar nicht dabei, habe ich gar nicht gesehen. I brought back the boat. Thanks. Sorry for making you do that on your own. Don't worry about it, it wasn't a tough job. I owe you my gratitude as well, Joshua. Miss Chloe, are you guys actually... Thanks for helping me today. I was stupid, really stupid. Clem, I thought maybe I could get back at them. And then you had to come to save me. You must think I'm a complete loser. We don't think that at all. You're not a loser. Well... Ja, baut ihr mal nochmal auf, bevor wir ihm endgültig Tschüss sagen. You risk life and limb to protect something that's important to you. That's no mean feat, even for grown-ups. Personally, I thought you were pretty awesome. Mr. Joshua? However, you need to leave fighting the criminals to us. Your job is to protect the matron and the other kids. No one else can do it. You have to stay with them, encourage and support them. You're the only one who can do it, Clem. Ich glaube, er hat genau die richtigen Worte gefunden, also Joshua jetzt. Only I can do it? Okay, I think I get what you're saying. You think you're up to it? You betcha, you can count on me. Thank you yet again. Take care, everyone, if you'll pardon us. Oh, Miss Chloe, I can't wait to see the play. Great, even... great, I've been working hard on it, so I hope everyone will be there. You can count on it. See you later. Ich bin immer noch so überrascht von dieser tollen Botschaft, die Joshua ihm mit auf den Weg gegeben hat, weil A, hat er jetzt die Verantwortung, er kann sich auspowern, er hat eine Aufgabe, er hat jetzt Autorität übertragen bekommen, aber er wird jetzt hoffentlich nicht mehr Gefahr laufen, sich von der Gruppe zu entfernen, weil er ja jetzt für die zuständig ist. Ich glaube, so kam das auch bei ihm an, hoffe ich. Well, I'm glad to see he's feeling better. Sometimes you know just the thing to say, don't you, Joshua? The thing, ja, genau. I couldn't believe my eyes seeing how quickly Clem cheered up. Thank you, Joshua, so much. No, no, I didn't say anything special. You've got to protect what's important to you, that's all. Irgendwie wären Joshua und Chloe ja schon ein schönes Paar, oder? Anyway, I'm just glad that he's okay. Thanks for your help, Chloe. I should be thanking you. Oh, by the way,
What came of your investigation? Ah, well, that red-headed dude butted his spiky head in now, so I wonder if he's done yet. For now, let's get back to the guild. Are you coming with us, Chloe? Yes, I'd like to find out what's really going on. Not to mention the identity of the arsonists. Egal. Well, let's go then. Das Wort? Keine Ahnung, kann ich nicht mal übersetzen? Müsste ich jetzt nachschlagen? So, auf jeden Fall möchte ich mal erstmal gucken. Habe ich jetzt irgendwas vermasselt? So, Clem is safe and sound, ja. Das hier ist noch nicht verkackt, ne? Das heißt, ich kann immer noch darauf hoffen, dass wir dieses komische Item irgendwann irgendwo mal finden. Ich gucke jetzt aber tatsächlich erstmal hier nach. Welcome back and good work. I'm told that you were able to save a young boy. Yeah, somehow or another. I'm still kind of in shock from when that redhead showed up. Haha, you must mean a gate. He's working another case in Ruan. He used to be the leader of the Ravens, if you can believe it. I suspected as much. Guess that explains his terrible disposition. Well, that was a long time ago. He drifted into town, right around when he was your age. He hung out with a rough crowd and got into some serious trouble. Compared to back then, the tough types nowadays are puppy dogs. And a guy like that was allowed to become a bracer? Well, I've gotten to know him a little bit. And it turns out that he wanted to become a bracer ever since he was little. Sometimes people just change. Yeah. I think that's probably enough of the idle chatter. Da ist er ja, wenn man vom Teufel spricht. Oh, you're back. Didn't your mama ever tell you it ain't nice to talk about someone behind his back? Always with the gossip. But it is really gossip if it's positive? Anyway, are you done with your investigation? Yep, over and done with it. Over and done with. Meine Güte, was ist denn los grad? I can say for sure, but I think they're clean. Really? You're not just trying to protect your old buddies? You wanna watch that mouth of yours? From what I saw last night at the Sailor's Tavern, they couldn't be the arsonists. Arsonists, okay. Hell, I doubt they could have even walked a straight line if they wanted to. Well, if that's true, we can hold off on them. They didn't strike me as the types with the guts to try arson anyway. Ja, ich muss immer kurz lesen, keine Ahnung, ich bin gerade mit Lizenzzeit verzögert. I guess not, just full of themselves mostly. All you need is to give them a nasty look and believe me, they'll cave. Anyway, I'll see if I can find the arsonists while I'm out in the field. Huh? I'm taking over the case. And you're off it. Wow, say what? You've got to be kidding me. Kann er das denn einfach so entscheiden? Oder einfach so übernehmen? Can you at least give us an explanation? Oh, don't get your panties in a wet. You two are too close to this case and you know it. And if you let your feelings run away with you, it screws with your judgment. Plus you let CV get involved. Oh, pardon me, but I... You ain't gotta apologize. It's these two I'm worried about. The point is, you're gonna be professional about it, and these two ain't. Just where do you get off calling us unprofessional? And no matter what you say, we made a promise to the mayor. Hey, Jean, what do the rules say about when junior and senior bracers want the same case? Oh, come on, you know as well as I do. Of course it rules in favor of the senior bracer. We're not bad in a fight. Perhaps we could provide backup? It's just an investigation. I don't need more people. I think we're done here. Try not to hold this against me. Haben wir jetzt den Auftrag also verloren, oder was? Just who the hell does he think he is? It's frustrating, sure, but he has a point. It just irritates me that we really don't have a counter-argument. I'm sorry if I had not drawn my sword. What's bothering me. He doesn't have to just blow us off like that. Please, he means no harm. Don't be upset. Fact is,
Nee, tact is not his strong suit. He just doesn't know any other ways to communicate, particularly in light of the current situation. I think it may have something to do with an earlier case of it. He was pursuing someone and, well... Huh? Pursuing someone like a criminal? Never mind about that. I really can't go into detail. Just let him handle these criminals. Consider it a personal favor for me. I guess we have no choice. I see. Well, we'll hand over our report from our investigation then. Please, go ahead. Yay, Orphanage Crisis. Ich fasse gleich mal ein bisschen zusammen, was hier gerade abging. Das war nämlich gerade etwas interessant. It seems that you were quite thorough. But as I mentioned, the circumstances of this case are special. I'm terribly sorry, but you'll have to end your investigation here. But we just wanted to do something for the matron and the kids. This isn't right. Estelle. Mr. Jean, it's possible to enlist the help of the Bracer Guild for civilian events, isn't it? Yes, though it would depend on what kind of event you're talking about. Because of the number of people who attend, we'll be handling security at the Royal Academy Festival, for example. Well then, Estelle, Joshua, would you mind helping out with our play in the meantime? Huh? What do you mean? Meine Nase juckt. Every year, when the festival ends, there's a play held in the auditorium. I know the children always look forward to it. And there are still two mayor roles that haven't been filled. Oh mein Gott, die beiden als Schauspieler oder was? Na, das kann ja was werden. You don't mean... You want us to take the parts? Yes, otherwise we may have to cancel the play entirely. I can't bear to think of how disappointed the children would be. So I mentioned you two to the student council last night. They seemed quite eager to have you. It wouldn't be much, but you'd be reimbursed from the admin budget. Well, why do you want us? I don't think I'd be any good, and isn't the play a really big deal? Well, for the girl part, we need someone who's been trained for combat. I think you'd fit the role perfectly. I see. Well, I can definitely do combat stuff. Sounds like it would work. And what about the other part? Oh, yes, well... Talking about it is kind of, Kind of what? Embarrassing. Hoffentlich eine Knutschszene mit ihr oder so. Das wäre so cool. And does that mean exactly? What does that mean exactly? What kind of play is this? Oh, come on, Joshua. You're not going to make her say it, are you? If we can do something for the kids, where's the harm? Plus, if we do some work, they probably let us have some of that awesome festival food. We can't let that opportunity slip by. Hey, hold on a second. Jean, is this really a Legit Bracer assignment? It certainly is. Citizen outreach and regional service comprise plenty of the general work that Bracers do. And since the gate showed up, you do have some extra time. I certainly have no problem with it. All right. Yay. I have a bad feeling about this. But if it's for the kids, what choice do I have? Still, if we have anything else to do, we should take care of it beforehand. Ah, ist das der Hinweis, wo ihr mir geschrieben hattet, dass man deutlich erkennt, wo wieder so eine Art, ja, ich sag mal, Breakpoint zustande kommt, also wo man dann alles vorher machen sollte? I doubt working on the play will leave us free time for anything else. Yeah, you're probably right. Hey, Chloe. Would it be okay with you if we looked around here some more? Sure, if you don't need to worry about me. Hab ich grad if gesagt? Keine Ahnung. To get to the Royal Academy, you leave by the Gar Seaside Way. Go east at the first fork and then follow the woodland path. Okay, got it. Well then, let's go. Aber sie hat es leider nicht weiter oder näher ausgeführt, was Joshua dann für eine Rolle übernehmen soll. Das hätte mich mal echt interessiert, weil sie war so ein bisschen beschämt.
Und wir haben jetzt hier nicht ernsthaft 5 neue Quests. Okay, das könnte interessant werden. Nee, aber das fand ich gerade irgendwie total süß. Da bin ich echt gespannt, was da noch so auf uns zukommt. Maintenance Delivery. Tobias, I'm looking for someone to carry a maintenance kit to the Varenne Lighthouse for a routine inspection. For job details, please come see me at the Grenade Orbel Factory. Oh, da weiß ich jetzt wenigstens, wo ich hin muss. Das können wir direkt auch machen. Jimmy, Secret of the Old Map. I'm searching for some pirate treasure hidden along the Gull Seaside Way. Ich glaube, das haben wir schon. If anyone is willing to help me in this investigation, please contact me. I'll be waiting at the Chapelle. Okay. Escort Job. Amelia. I'm looking for an escort for my uncle, who's dead set on heading out onto the Crone Trail. Who's dead set on heading out. Okay. Hier, warte mal. Wo finde ich denn hier den Auftraggeber? Ich bin mir nicht ganz sicher. Gucken wir mal hier weiter. Gilbert, wow, 5000 Mira. Krass. The Sapphire Glimmer Treasure of the House of Delmo was stolen from the Mayor's residence. Please try to find the whereabouts of this candelabrum as soon as possible. For details regarding this incident, please see me at the Mayor's residence. Und Malcolm Leaf, CVO Hahn. Mit dem haben wir doch in der letzten Folge gesprochen, ne? Ganz am Anfang. There's an annoying traveler causing problems for everyone around him at Air Latin. And I'm looking for somebody who can resolve this problem amicably. Please come as soon as possible directly to the Air Latin at the east of the Orient Causeway. So, dann ist jetzt natürlich die Frage, in welcher Reihenfolge gehen wir am besten vor? Hauptstory wird uns jetzt reported. Ach so. Warum ist denn das? Ach so, okay, nee, okay, alles klar. Ja, ich hab's verstanden, sorry. We should wrap up any unfinished business before heading out. Alles klar, ich werde jetzt erstmal gucken, dass wir in die Guild gehen und in die Kirche. In die Guild, sage ich schon. In die Orbel Factory. Das war das Haus nebenan. Genau, hier müsste nämlich ein Auftraggeber auf uns warten. Bist du derjenige? Ja. Mr. Tobias, we came here from the guild. Oh, this is about the maintenance kit, no? Your timing is exemplary. Will you be able to make the delivery post haste? This brick of a thing is all yours now. Brick of a thing? Are you deaf? I'm telling you, it's heavy. Very, very heavy. Here, feel for yourself. Receive maintenance kit. You okay with it? No bone fractures forming, to your knowledge. It's filled to the brim with replacement parts and every tool you can imagine for replacing an augment light of that size. It's no big deal at all. I'm stronger than I look, believe me. We just need to carry this to the lighthouse, right? Indeed, to Folk, the lighthouse keeper. He's expecting it. Its contents are quite valuable, so please be as careful as you can. I still can't believe it. Such responsibility, such strength, such grace. Ah, youth. What? Jean told me about you too, but seeing for myself just how peppy you are lifts my spirits to the sky. Okay, ich frag mich gerade eher, was der genommen hat, aber gut. Peppy? No, no, we're just, professional? You're young, that's what you are, and naturally I was worried entrusting something so valuable to potentially reckless youths, but I worry no more. We may be young, but that doesn't automatically mean we're reckless. Oh, no, no, you've got it all wrong. I just meant that I wasn't sure how old man Vogt would take it. Ah, yeah, that's a good point. What, you know Vogt? Yeah, we helped him out when he was in a bit of a pickle. Let's just leave it at that, yeah. Ha 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 ha! He'll leave the door open again. Either way, you know what I'm talking about, it seems. Just try to understand where he's coming from. Being a lighthouse keeper is lonely work, so a little... Das kann ich niemals aussprechen, ohne mir die Zunge zu verknoten. Is to be expected. The lighthouse is crucial for ships to be able to navigate safely, so the keeper's work is a very big responsibility. Gotcha, so really important work. When he was a fisherman, he used to down
plenty of drinks at Leventer. Now that he lives at the lighthouse, though, he rarely gets a chance to fave his favorite drink. To have his favorite drink, meine Güte. It's pretty sad. I'd really like to go ahead with getting him what he wants, but... Well, I probably said too much. Either way, don't let the old man's unpleasantness get to you, okay? Wir geben uns Mühe. Okay, got it. Ich meine, immerhin wissen wir ja jetzt, worauf wir uns einstellen müssen. Is there anything else before we go? Nothing in particular. Once you're done, I'd like you to return here. Take care and I see you later. Okay. Is something wrong? Confirm job info. Das haben wir doch noch nicht erledigt. Never mind. I'll be counting on you. Alles klar, dann werden wir uns da jetzt auch direkt auf den Weg machen. Da muss ich jetzt allerdings mal kurz überlegen, wie ich am ehesten hinkomme. Das lief ja über den nördlichen Teil, ne? Da war, glaube ich, irgendeine Abzweigung. Irgendwann mal. Irgendwo. Oh Gott, ey, hoffentlich habe ich mich jetzt nicht für die falsche Seite entschieden. Aber wir sind, glaube ich, bei diesem Leuchtturm gewesen noch bevor... Nee, hier will ich eigentlich nicht hin. Keine Ahnung. Noch bevor wir in Ruan angekommen sind, wenn mich nicht alles täuscht, kann es natürlich auch volle Möhre nach hinten losgehen, aber ein bisschen sollten wir jetzt hier entlang laufen und gucken. Ich meine... Ey, wo zur Hölle laufe ich denn jetzt gerade bitte lang? Wäre ja auch durchaus sinnvoll, so einen Leuchtturm am Wasser zu suchen. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass ich mich jetzt hier nicht falsch entschieden habe. Aber da ist schon Manoria Village. Oder war das noch dahinter? Ich habe gerade echt keine Ahnung. Ich entschuldige mich schon mal im Voraus für den Fall, dass ich jetzt hier wirklich unnötig Umwege laufe. Aber... Nee, keine Ahnung. Ich krieg das echt nicht mehr zusammen. Ist ja auch wurscht, auf jeden Fall haben wir jetzt diesen Investigation-Auftrag verloren, weil, wenn ich Agathe richtig verstanden habe... Also eigentlich gab es zwei Gründe. Agathe hatte uns das so versucht zu verkaufen, dass wir emotional zu stark involviert sind in dem Fall und dass wir uns diesem Auftrag, dieser Aufgabe nicht mehr objektiv annehmen können. Wo Joshua ihm auch beigepflichtet hat. Also aus Joshuas Sicht war das auch nachvollziehbar. Aber dieser Typ in dieser Gilde, der hat dann irgendwas davon erzählt, dass, dass dem Agathe wichtig ist, diesen Auftrag zu übernehmen wegen irgendeiner bestimmten Person, die da mit drin steckt. Das wurde aber nicht weiter präzisiert, deswegen... ja, keine Ahnung. Also das ist jetzt der aktuelle Stand und im Gegenzug... Ah, guck mal, da spielen sie hier, wie schön. Everyone's doing better already. I'm playing with everyone. I'm playing with... Ach so, ja. Ach so, sie versucht das immer... Ah. Okay. Guck mal, jetzt habe ich voll den Kreis kaputt gemacht. So. Ja, das will ich jetzt nicht alles vorlesen. Ich verstehe irgendwie nicht, nach welchem Prinzip hier gerade die Fenster aufploppen. He can be a real pain sometimes. Ich glaube, die kleine Mary, die steht so ein bisschen auf den Klemmen. Kann das sein? Oder interpretiere ich da zu viel rein? Hat sich voll gereimt. So, ich habe gerade irgendwie das blöde Gefühl, als wäre ich hier volle Möhre falsch. Ne, da ist es. Da ist es. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich hatte nur noch in Erinnerung, dass das irgendwie sehr früh schon betretbar war. Aber dass wir auch noch hinters Dorf quasi müssen, das hatte ich jetzt so nicht mehr auf dem Schirm. Immerhin habe ich mich instinktiv für den richtigen Weg entschieden. Ist doch auch mal viel wert. Leute, die noch keine Videos von mir kennen und das jetzt vielleicht zum ersten Mal sehen, denen sei gesagt, das ist ganz normal, diese Verwirrung. Und das ist echt so ein halbes Weltwunder, dass hier mal irgendwas... gut verlaufen ist. So, dann suchen wir ihn hier oben mal auf. Seinerzeit haben wir ja hier schon mal eine Mission für ihn erledigt. Ich glaube, das wird jetzt auch diese aktuelle Quest getriggert haben. Also wenn man dem Dialog auch so gefolgt ist, ne? Der hat ja darauf hingewiesen, dass wir ihn schon kennen und so bla blub. Jetzt bin ich ja mal gespannt. We're back! Aren't you them kids from before? Tehe, it's been a while since we were last up this way. And today we're here on another job.
A request came in to the Bracer Guild, so we're here to deliver this maintenance kit. Here ya go. It's a little heavy though, so be careful lifting it. Yep, everything's here. All right. I appreciate you bringing this all the way over here. Oh, no worries. It's our job after all. The townsfolk were actually really worried about you. Were, too. So I'm just glad to see you're doing well. Work must be tough, so take care of yourself, okay? Don't over-exert those old bones of yours. I do that. Thank you for your concern, blunt as it be. So does this mean you're starting to understand what it means to possess a caring soul? Nope, not really. I'm no good with those touchy-feely concepts, I guess. And here I thought you'd grown up a bit. Ah, well, I guess you've still got a ways to go before you can match the level of that bracer. Anyway, thank you for bringing this stuff all the way up here. I'd best get to work, time to start my rounds. Well, you take care now, okay? Don't break your hip. Excuse us, please. Yay! Sehr schön, aber der ist diesmal deutlich freundlicher gewesen zu uns als beim letzten Mal, ne? Oh, is it you kids again? Thanks for all your hard work. Make sure you to always show your consideration for others. Oh, er hat uns sogar attestiert, dass wir hart arbeiten. Das wäre nach der ersten Begegnung mit ihm fast undenkbar für mich gewesen. Ich bin gerade echt positiv überrascht. So, jetzt kann ich den Weg aber mal eben kurz rausschneiden. Denn der Laufweg, der ist echt nicht ohne. Also das ist schon ein gutes Stück. Auf jeden Fall kann man gar nicht anders sagen. Ich habe unterwegs keine Kämpfe oder sowas mitgenommen. Ihr habt also nichts verpasst. Außer die Wegstrecke, die wir in letzter Zeit ja häufiger gesehen haben. So, mein Freund, ich habe gute Neuigkeiten. Mit dem Tempo hat er wahrscheinlich selbst nicht gerechnet, oder? Whoops, I guess you managed okay. The delivery went pretty smoothly. And the old man was doing well. Ah, okay, sounds good then. Later then, I'll be in touch if anything comes up. Take care then. See you later, Alligator. Okay, jetzt bedankt er sich nochmal. Ah, feel free to stop by any time. Alles klar. Ich will mal ganz kurz gucken, wenn wir schon mal hier sind, was wir bei Chloe mal machen können. Also alle ihre Slots sind frei. Ich habe sie mir auch im Menü noch gar nicht angesehen, fällt mir gerade auf. Das hole ich dann gleich mal nach. So, Quarze. Ich bin mir immer noch unschlüssig, ob ich mir nicht von jedem Quartz vielleicht ein Exemplar einkaufen sollte. Und irgendwie tendiere ich da gerade ganz stark hin. Wir kaufen mal, warte mal, was kostet das? Ach, ich zahle hier mit Seppitz. Ja, so war das. Aber guck mal, so ein Ding kann ich mir doch mal leisten. Von denen haben wir nämlich relativ viele, von diesen braunen Exemplaren. Wie sieht's hier aus? Nee. Das ist mir dann irgendwie doch noch ein bisschen zu heikel, weil ich auf die roten immer noch am ehesten warte. Alter, das hier ist so übertrieben. 300? Das ist echt nicht normal, du. 200 könnte man machen, ist mir aber irgendwie auch wieder zu viel. Das hier? Aber guck mal, hier gibt es auch schon Cast 2. Da will ich eigentlich nicht die kleine Ausführung einkaufen. Das hier könnte man aber überlegen. Ich glaube, die gelben Values, die haben wir gar nicht so oft, ne? Aber, naja, gut. Da will ich auch lieber die Zweier-Ausführungen haben. Ah, ich glaube, ich gehe erstmal noch ein paar Seppels sammeln. Das hier ist echt so unfassbar schweineteuer. Dieses EP-Zeug. Also gut, hat auch ganz gute, interessante Werte, ganz klar, aber trotzdem. So, hier könnte man allerdings überlegen, weil von den Weißen haben wir jetzt aktuell die meisten. Ich glaube, das hier kaufe ich mal einmal ein. Auch damit wir so ein bisschen mehr Flexibilität haben. Ich werde wahrscheinlich offscreen noch mal ein bisschen genauer hinschauen, was ich mit Chloe mache. Aber erstmal gucken wir sie uns hier an. Oh, ist das süß. Irgendwie ist die voll schnuffelig, die Frau. Oder? Ich finde das irgendwie auch voll toll mit dem Buch in der Hand. Ach ja, die ist toll. Auch mit dem Vogel. Irgendwie mag ich sie. Also sowohl ihr Design als auch charakterlich ist irgendwie so eine total liebe und kluge Frau, so auf ihre ganz eigene Art und Weise. Rapier, haben wir hier irgendwas Neues für sie? Ich werde am Anfang der nächsten Folge, wenn ich das nicht vergesse, mal gucken, ob wir für sie was Neues, Schönes einkaufen können noch.
So, nehmen wir einmal das hier. Und einmal den Freeze Preventer. Einfach mal gerade so spontan beschlossen. Guck mal, ihr S-Craft heißt Lichtkreis. Und ihr Craft heißt Kämpfer. Soll sie uns irgendwie die deutsche Sprache näher bringen? Ich wette, die Entwickler sehen in ihr so eine typische Deutsche oder so. Ja, und guck mal, hier haben wir tatsächlich die ganzen blauen Quarze. Teilweise welche, die wir so noch gar nicht kennen, oder? Oder die wir noch nicht besessen haben? Keine Ahnung. Sehr interessante Kombination auf jeden Fall. EP. Warte mal, was haben wir hier? 112. Habe ich da nicht irgendwie noch was Besseres? Ja, man könnte über sowas hier zum Beispiel nachdenken. Ich kann sie jetzt aber nicht noch weiter mit diesen blauen Quarzen irgendwie bestücken, ne? Nee? Boah, ich glaube, ich muss mir das in Ruhe angucken, Leute. So mal alles durchgehen. Guck mal, hier sind auch ganz neue Sachen. Sowas wie das hier. Revives and Heals. Wow, also das, was ich ursprünglich mal mit Olivier vorhatte, also aus ihm so einen richtigen Heiler zu machen, das hat sich damit dann erübrigt. Sie wird auf jeden Fall unsere Wasserfokus-Frau sein, unser Wasserfokus-Charakter, wenn man so will. Und ja, ich bin gespannt, ich freue mich. Endlich sind wir wieder zu dritt. Yay, war eine gute Idee. Reporten wir das Ganze mal. Jawohl, sehr schön. Much obliged, you appear to have achieved your goal without injury. Hat er beim letzten Mal auch schon gesagt. Das ist jetzt an der Stelle auch nichts Neues. So, ihr Lieben, dann werden wir uns in der nächsten Folge weiteren Missionen widmen. Ich werde mich nochmal in aller Seelenruhe mit den Orbmins beschäftigen von Chloe. Wir werden gucken, ob wir in der nächsten Folge vielleicht was Schönes noch für sie eingekauft bekommen. Und ich danke an dieser Stelle erstmal fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben, und bis dann. Ciao!